Wir sind am Samstagvormittag, noch 2 Minuten ist Vormittag, unterwegs eigentlich bei wunderschönem Wetter, eisig kalt gewesen heute Nacht, jetzt haben wir noch 0 Grad, aber hier nebelt es jetzt gerade ein bisschen auf der Autobahn. Wir sind unterwegs nach Basel. Wir wollen einen kleinen Ausflug machen. Wir haben tatsächlich noch die Schweizer Autobahn-Vignette und können somit problemlos über die Grenze fahren. Die gilt nur noch 2 Wochen, also bis Ende diesen Monats, bis Ende Januar. Und das nutzen wir aus, fahren nach Basel, in die Stadt, einen kleinen Stadtbummel machen und eine kleine Überraschung. Ich will unbedingt mal ein Tesla Model 3 anschauen. Ich hoffe, das Ding steht da noch in Basel. Das Ganze machen wir wieder als kleinen Roadtrip. Wir sind losgefahren mit natürlich 100% Akkuladung, über Nacht aufgeladen. Wir haben eine Strecke jetzt zu fahren von 126 Kilometer bis eigentlich an die Altstadt ran. Da ist ein Parkhaus, das ich mir ausgesucht habe. Und wir fahren eben bei jetzt sogar wieder minus 1 Grad, weil der Nebel dichter wird. Winterreifen und so weiter, Tempomat 110 und dann kann ich euch ja in Basel berichten, wie viel Restreichweite wir noch haben. Angezeigt hat es mir beim Losfahren 264 Kilometer. Beim Los. 233? Ja. 233 Kilometer. Also, für alle die immer fragen, wie kommst du auf so hohe Reichweitenanzeigen, auch im Winter? Es ist tatsächlich so, meine übliche Strecke zu Hause, die hat ja selbst im Winter einen erstaunlich geringen Verbrauch. Also da, ich fahre ja wirklich nur Innenstadtbereich oder ein bisschen über Land, aber das ist nicht viel. Und da ist der Verbrauch wirklich gering. Und auf dem berechnet er ja dann, auf den letzten gefahrenen Kilometern berechnet er ja dann die mögliche Reichweite. Jetzt im Moment zeigt er mir tatsächlich auch schon wieder nur 169 Kilometer an und wir sind ja knappe 20 Kilometer gefahren bisher. Ja, dann wollen wir mal durch den Nebel hoffentlich in die Sonne nach Basel fahren. Wir sind jetzt an der Autobahnausfahrt Freiburg-Nord angekommen. Also auch das wäre jetzt mal so ein Anwendungsfall, der ja durchaus häufig vorkommt für Marissa momentan jede Woche mit der Zoe, wo sie einmal in der Woche nach Freiburg fährt. Sie fährt dann in die Innenstadt, also eigentlich schon fast wieder über die Stadt raus. Freiburg-Mitte. Ja, Freiburg-Mitte mindestens, ja genau. Und sie muss dann auf jeden Fall zwischenladen in Freiburg, das geht da ganz gut. Ich habe jetzt noch eine Restkilometeranzeige von 110 Kilometer. Wir sind sehr kontinuierlich mit diesen 110 gefahren, mussten mal vielleicht einen Kilometer hinter einem LKW langsamer machen. Also da würde man im Golf vielleicht sogar bei diesen Minusgraden oder um die 0 Grad herum bei schönem Wetter hin und zurück kommen, würde wahrscheinlich gerade so reichen. Ja. Also das wäre jetzt so ein Anwendungsfall, da wäre der Golf trotzdem ideal. Bei Karlsruhe komischerweise wäre es knapp geworden, aber ich glaube, da waren die Wetterverhältnisse bei minus 3 Grad, minus 4 Grad dann doch nochmal ein bisschen schlechter. Und ich bin dort vielleicht auch ein bisschen zu schnell gefahren. Und was glaube ich doch immer noch nicht viel ausmacht, ist Steigung. Steigung, ja. Genau. Steigung, ja. Also Berg- und Talfahrt nach Freiburg hin scheint es doch relativ bergauf zu gehen. Ja, kontinuierlich. Und, ja. Und zurück dann doch auch eben natürlich wieder und deutlich bergab zu gehen. Also Geografie für Anfänger. Der Rhein fließt gen Norden den Berg hinunter. Und wir fahren jetzt gerade Richtung Süden, also fahren wir den Berg hoch. Ja, also man meint es nicht, die A5 wirkt hier wirklich schnurgerade, aber es ist eben eine leichte Steigung drin.
Ja, aber trotz allem, wir sind jetzt fast an der Ausfahrt Freiburg-Mitte, Restkilometer 107. Das würde reichen hin und zurück. Und jetzt fahren wir hoffentlich ein bisschen weniger Verkehr, weil es war jetzt echt viel los, weiter Richtung Basel. Ich habe euch noch überhaupt nichts gesagt zu den Fahrzeugeinstellungen, mit denen wir jetzt hier fahren. Ich zeige es euch. Also wir haben hier unten auf Auto die Klimaautomatik stehen und haben aber tatsächlich die Klimaanlage an. Das hatte ich vorhin so gemacht, weil als wir losgefahren sind, es war heute Nacht sehr kalt und damit das Auto nicht zu sehr beschlägt. Und ich habe aber unterwegs auf den Eco-Modus geschalten. Das heißt, wir sind jetzt fast die ganze Strecke, vielleicht die ersten 3 Kilometer nicht, sind wir jetzt im Eco-Modus gefahren. Also das ist wichtig, um diese Reichweiteneinschätzung zu machen. Das reicht aber locker aus. Also er ist ja dann, der Golf ist dann abgeriegelt bei 120 km/h. Aber ich habe den Tempomat auf 110. Das hat jetzt die ganze Zeit gereicht, die wenigen LKWs, die heute unterwegs sind, dann trotzdem mit 120 zu überholen. Man merkt so ein bisschen, dass er dann ein bisschen weniger schnell beschleunigt. Aber das reicht völlig aus. Also da war mein altes Auto, der Seat, deutlich lahmer in der Beschleunigung von 110 auf 120. Also das funktioniert wunderbar, wenn man mit dem Eco-Modus hier gemütlich die Autobahn entlang fährt. Es ist wahrscheinlich jetzt stockdunkel im Bild. Licht. Ja, wir sind in Basel im Parkhaus angekommen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich hier überhaupt noch irgendeine Restkilometeranzeige bekomme. Nein, Auto ist schon aus. Ich mach's noch mal schnell an. 31 Kilometer Rest. Ich zeig's euch. Wir sind gefahren. 136 Kilometer, eine Stunde 36 unterwegs gewesen, 84 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und haben 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Hier drüben seht ihr 31 Kilometer Rest und jetzt wollen wir mal anschließen. Bei 3 Grad. Ah, bei 3 Grad jetzt im Parkhaus. Ja. Ordentliche Mützenfrisuren in der Zwischenzeit. Ja, wir sind schon wieder auf dem Heimweg von Basel, wo wir sehr lecker, aber auch für 60 Schweizer Franken Burger gegessen haben. Schon unglaublich, was in der Schweiz alles kostet. Trotzdem Basel, absolut schöne Stadt. Irgendwie von uns ja überhaupt nicht weit weg und trotzdem fährt man doch sehr selten nach Basel. Klar, es ist halt auch alles sehr, sehr teuer. Also wenn man da mal nur einen Kaffee trinken will, ist es halt auch gleich sehr teuer, aber absolut sehenswert. Total schnuckelig, die Altstadt am Rhein. Ihr habt es ja in den Bildern gesehen. Es gibt wirklich was zu sehen. Man kann sicherlich extrem gut einkaufen in Basel, also was die Läden selbst betrifft. Aber eben die Preise. Dagegen war das Parkhaus jetzt wieder okay.
okay, 9 Euro für 3 Stunden, ja, also das finde ich völlig normale Preise eigentlich. Geladen haben wir, ihr habt es vielleicht im Video erkennen können, mit der Maingau-Karte. Das hat wunderbar geklappt, das heißt, das hat uns jetzt eben auch nur 2 Cent pro Minute gekostet. Wir haben ja den, wir haben den Strom von Maingau zu Hause, das heißt, wir sind Maingau-Kunden. Also somit haben wir jetzt wirklich billig geladen, 3 Stunden Zeit etwa, ein bisschen drunter, und haben 18, irgendwas Kilowattstunden geladen. Mit diesen 18, irgendwas Kilowattstunden würden wir es, wenn wir jetzt auf den Kilometerzähler schauen, gerade so heimschaffen. Also 104 Kilometer sind es nach Hause und 110 Kilometer haben wir noch Rest. Das machen wir nicht natürlich. Wir wollen, oder ich will tatsächlich wieder genauso mit dem Tempomat 110 fahren können. Also da lassen wir es nicht drauf ankommen. Es ist schon 4:30 und wir hatten noch keinen Kaffee. Und ihr wisst, zumindest ich bin offensichtlich extrem süchtig nach diesem Zeug, obwohl ich nicht viel davon trinke. Aber wir fahren jetzt dann an der Autobahnraststätte kurz raus, wieder Breisgau, da wo wir auch auf unserem Zürich-Roadtrip gehalten haben, holen uns einen Kaffee und dann geht es auch weiter. Und in der Zeit, bis wir den Kaffee haben, lassen wir einfach noch mal ein bisschen Strom nachladen. Und dann sollte das eigentlich reichen. Ja, wir waren in Basel ja bei Tesla gewesen und haben uns das Model 3 angeschaut. Ich wollte dieses Auto einfach mal sehen, einfach mal die echten Proportionen sehen von dem Auto, mal wissen, wie sich das anfühlt, wie fühlt sich so die Verarbeitungsqualität an. Für mich persönlich, da ich jetzt hier eher die einfacheren Ausstattungen gewohnt bin, ist ein Model S schon Luxusklasse. Also ich wollte das einfach mal anfassen und ich wollte mir auch mal diesen Kofferraum anschauen, ob er wirklich so unpraktisch ist. Ja. Ja, er ist wirklich unpraktisch. Der Kofferraum ist eigentlich toll, schön groß, aber die Öffnung zum Kofferraum ist zu klein. Der Tesla-Mitarbeiter hat uns sogar gemessen. Ja. Also diese Öffnungshöhe sozusagen sind 50 cm. Es geht doch sehr flach rein. Also ich dachte eigentlich, man muss so ein bisschen so schräg reinfahren, aber es geht sehr gerade rein. Aber es sind eben nur 50 cm. Warum sage ich nur 50 cm? Vielleicht sollte man dazu sagen, was für uns gerade so ein bisschen das Maß der Dinge war in den letzten Wochen. Wir haben kurz vor Weihnachten ist uns unser Wäschetrockner kaputt gegangen und wir mussten einigermaßen schnell wieder einen kaufen. Im Winter ist es einfach ein bisschen lästig ohne Wäschetrockner. Und haben dann tatsächlich im Elektrofachmarkt uns einen gekauft, der auch noch gerade im Angebot war, und konnten den hinten im Golf einfach so reinpacken. Also in der Verpackung, die Palette unten drunter mussten wir wegmachen, aber dann konnten wir den gerade hinten wunderbar reinlegen. Hat perfekt geklappt. Das würde mit einem Model 3 nicht gehen. Nein, allerdings muss man auch sagen, oft würde man das hoffentlich nicht machen müssen, eine Waschmaschine oder einen Wäschetrockner. Genau. Also das wäre jetzt tatsächlich mit dem Model 3 nicht möglich. Dann müsste man tatsächlich sich ein Auto ausleihen, irgendwo bei der Verwandtschaft oder so. Das wäre jetzt aber auch kein so Riesenproblem. Kofferraum selbst ist riesengroß, das hätte ich nie gedacht. Dagegen finde ich tatsächlich eher auf den hinteren Sitzen ein ganz kleines bisschen wenig Platz. Also für mich mit 1,90, wenn ich hinter mir selber sitzen müsste, ja, das geht, aber richtig bequem war es nicht. Allerdings habe ich da ein Video gesehen von Tesla Björn, der gezeigt hat, dass es offensichtlich neue Sitze gibt im Model 3, die hinten eine deutlich bessere Unterstützung auch der Oberschenkel bieten und so. Also, ja. Ich fand's auch ein bisschen eng. Also jetzt wieder, wenn ich hier gucke, finde ich es hier eigentlich geräumiger. Also wirkt es auf mich. Genau den gegenteiligen Eindruck hatte ich, weil ich habe das so ein bisschen hier an der Mittelarmlehne festgemacht. Ich habe immer hier im Golf den Eindruck, ohne dass mich das jetzt stört, aber dass wir jetzt hier nicht beide uns bequem auflehnen können.
das ging im Model 3 tatsächlich. Also ich finde, ich persönlich, und ich glaube, da sind wir auch unterschiedlicher Meinung, ich finde das Auto schön. Also schön designt. Auch so der Schnitt von außen ist ein sportliches Auto, ganz klar. Ich persönlich finde vom Design her den Innenraum absolut klasse. Mir hat es von Anfang an gefallen. Fällt mir auch. Ja. Ob das nachher wieder praktisch ist, ist die andere Frage. Ich meine, ich mag hier an meinem Golf eigentlich schon die vielen Knöpfchen und Schalterchen und so. Also sprich, dass die wichtigen Funktionen ihre dezidierten Knöpfe haben und auch in dem Fall vom Golf sehr gut bedienbare Knöpfe. Auf der anderen Seite muss man auch wieder sagen, ich mag es nicht, wenn zu viele Knöpfe da sind. Zum Beispiel in den asiatischen Autos, im Hyundai und im Kia sind mir persönlich ein bisschen zu viel Knöpfchen. Aber auch so auf dem Lenkrad und so. Aber vom reinen Designaspekt finde ich es wirklich super gelungen. Und ob das praktisch, ja, ich glaube, dass es nicht so wahnsinnigen Unterschied macht, weil ich glaube, die wichtigen Funktionen, für die gibt es eigentlich Shortcuts auf diesen Drehrädchen. Also ich glaube, Tempomatgeschwindigkeit einstellen und diese Sachen, das geht trotzdem, soweit ich weiß, alles am Lenkrad. Ja, was Marissa mochte, eine Sache gar nicht. Die Sitzposition. Zum einen, also hat sich für mich nicht gut einstellen lassen am Fahrersitz. Und vor allem das Einsteigen fand ich, etwas beschwerlich. Also man muss tatsächlich den Kopf, also auch ich, muss den Kopf auf die Seite legen zum Einsteigen. Ich kann mich nicht einfach hineinsetzen, wie jetzt bei mir in der Zoe oder ich glaube hier im Golf geht es auch ganz gut, weil einfach das Lenkrad weiter oben ist. Der Sitz weiter unten, keine Ahnung. Da muss man sich so ein bisschen hineinschälen. Aber wahrscheinlich ist das halt diesem Sportauto geschuldet. Ja, also ich finde es nicht für alltäglich bequem. Also ich dachte eigentlich, also ich hatte erwartet, dass der Einstieg und vor allem das Aussteigen aus dem Model 3 von der Sitzhöhe unbequemer ist als sogar noch im Golf. Der Golf ist ja schon sehr niedrig und sehr tief und sportlich. Das fand ich jetzt tatsächlich nicht. Also die Sitzposition selber, die empfand ich als höher. Aber genau das, was Marisa sagt, man muss so um hier an der was ist das eigentlich? A-Säule, Dach. B-Säule, ja, irgendwie Dach, keine Ahnung. Da sieht man mal, wie Autoexperten wir sind, was für Autoexperten. Da muss man eben so ein bisschen den Kopf kurz reinwinden und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man sich so ein bisschen hinters Lenkrad winden muss. Was ich jetzt nicht weiß, das verzeiht ihr mir bitte, ich bin kein Tesla-Experte, ob es wie beim Model S dieses Easy Access oder wie das heißt, gibt, dass also der Sitz quasi zurückfährt, das Lenkrad reinfährt, ich mich reinsetze und wenn er mich dann als Fahrer erkannt hat, er dann meine Sitzposition einnimmt. Dass diese Memory-Sitze gibt, das weiß ich, aber ob es diesen einfachen Ausstieg gibt, das würde wahrscheinlich zumindest das mit dem Lenkrad erleichtern. Hier am Holmen wird man mit dem Kopf trotzdem durch müssen. Ja, ist halt ein relativ flaches, sportliches Auto. Das Platzangebot vorne toll, das Design toll, Fahreigenschaften wissen wir nicht. Sehr nette Mitarbeiter, zwei sehr junge Männer, die sofort auf einen zukommen und einen nett freundlich fragen und einem erklären, was man will, eben einem auch die Kofferraummaße abmessen und so. Und auch gleich sagen, was sie noch nicht wissen, also wann Midrange-Modell kommt und so weiter. Also das war angenehm in diesem Tesla-Store, auch wenn der winzig war. Schlange stehen mussten wir nicht. Aber es war immer jemand da, also Publikum. Kam immer jemand rein, ja. Und Frank ist natürlich toll. Wie gesagt, Kofferraum an sich super toll. Also da kann man wirklich sicherlich ein paar Kisten Sprudel und so reinladen. Das Auto selbst... Auch da, interessanterweise, waren wir unterschiedlicher Ansicht. Ich bin so wieder an diesem Auto gestanden und habe so für mich gedacht, ach,
schön designt, aber der Golf ist halt doch schon ein schnuckliges, kurzes, kleines, kompaktes Ding. Und Marissa meinte, dass sie es gar nicht so riesig findet, sie jetzt größer vom Eindruck erwartet. Also, ob das Ganze jetzt... vielleicht auch deshalb, weil es sehr eng war in dem Laden und man natürlich jetzt nicht weiter wegstehen konnte, um es genauer anzuschauen. Ja. Also was man ja aus den ganzen Beschreibungen und in den Videos und so immer wieder hört, dass es trotzdem sehr, sehr wendig sein soll, also wohl sehr direkt in der Lenkung und durch das, dass es auch nicht schwerer ist, also es wiegt wohl fast genauso viel wie der Golf, also ein sehr, sehr wendiges Auto sein soll. Von dem her weiß ich gar nicht, ob einen im Alltag die Größe, die Länge irgendwie stören würde. Spannendes Elektroauto auf jeden Fall. Ich meine, das Model 3 ist in meinen Augen, wenn man jetzt mal den Preis außen vor lässt, tatsächlich, ich persönlich denke, das beste Elektroauto momentan auf dem Markt. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, das ist ganz klar. Die asiatischen Firmen, ja, Hyundai und Kia, die haben super Autos rausgebracht, aber haben da dieses Cold Gate und so und haben eine langsame AC-Ladung. CCS ist auch nicht so richtig toll mit 70 kW. Und beim Model 3 ist der Kofferraumeingang schlecht. Beim Golf ist absolut ungeschlagen dieses Licht. Das hat kein anderes Auto jetzt momentan auf dem Markt. Also es gibt die eierlegende Wollmilchsau nicht, aber wenn man jetzt mal so die harten Fakten, die harten Elektroauto-Fakten zusammennimmt, finde ich schon, dass das Model 3 momentan so ziemlich das beste Elektroauto auf dem Markt ist. Natürlich in der Long-Range-Version mit Premium-Paket und Allradantrieb und so sind natürlich 63.000 Euro schon echt eine Stange Geld. Aber irgendwie habe ich tatsächlich bei diesem Auto den Eindruck, so wie das Auto jetzt da steht und so wie es verarbeitet ist und auch so mit diesen ganzen Optionen, die dabei sind, dieses Panorama, Glas, Dach und alles, elektrische Sitze, beheizbar, Autopilot und so weiter und so fort. Bei diesem Tesla habe ich den Eindruck, er ist sein Geld absolut wert. Beim Model S und beim Model X, das sind Dimensionen an Geld, also über 100.000 Euro, das ist eine persönliche Sache, das wäre mir ein Auto einfach nicht wert. Ich finde auch 60.000 schon wahnsinnig viel Geld und eigentlich nicht für ein Auto relevant. Aber wie gesagt, wenn man die ganzen technischen Aspekte, Reichweite und so weiter, Ladegeschwindigkeit, die man jetzt zwar noch nicht hundertprozentig weiß, aber ich glaube nicht, dass Tesla sich die Blöße geben wird und einen Schnarchlader einzubauen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn man das alles zusammenfasst, dann ist es das Auto wahrscheinlich wirklich wert. Ja, wir fahren jetzt, ich sehe gerade, wir würden es immer noch schaffen, aber ich glaube, es wird jetzt dann auch deutlich kälter, die Sonne ist weg. Also wahrscheinlich riskieren wir es nicht. Und den Kaffee brauchen wir ja sowieso. Ja, ich würde sagen, wir beenden unseren Basel Roadtrip. Wir müssen nämlich, wenn wir nach Hause kommen, noch ganz, ganz flott einkaufen gehen, damit wir überhaupt was zu essen zu Hause haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen, abonniert uns und so weiter. Bis zum nächsten Video.